Wusstet ihr, dass die Arbeit in der Verwaltung nichts mit staubigen Akten zu tun hat, sondern man zum Beispiel die Umwelt aktiv mitgestalten kann? Heute begleiten wir Jennifer und Vincent. Jennifer arbeitet im Landesamt für Umwelt und Vincent ist Sachbearbeiter im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung und dort zuständig für den Straßen- und Radwegebau im Land. Was ihre Arbeit im Verwaltungsdienst ausmacht, erfahrt ihr im Reality-Check. Ich bringe mich mit meiner Arbeit im Radwegebau in die Gesellschaft ein, um die Nachhaltigkeit im Verkehr in Brandenburg zu verbessern. Mit ihrer Arbeit leisten die beiden einen wichtigen Beitrag für die Natur und Infrastruktur in Brandenburg. Während Vincent sich für den Ausbau des Radwegenetzes stark macht, setzt sich Jennifer für eine saubere Umwelt ein, indem sie sich um die Beseitigung illegaler Müllablagerungen kümmert. Es gibt viele Tage, an denen ich mit dem Dienstfahrzeug rausfahre und mir Anlagen ansehe und Begehung vornehme. Präsenzkultur und starre Arbeitszeiten, das gibt es für Jennifer und Vincent nicht. Sie haben große Spielräume bei ihrer Arbeitsgestaltung. Der Arbeitsalltag ist für mich so besonders, da ich mir die Arbeitszeiten durch den flexiblen Arbeitsbeginn und Leitzeit einteilen kann und auch im Homeoffice arbeiten kann, was für mich besonders familienfreundlich ist. Im öffentlichen Dienst treffen Menschen unterschiedlicher beruflicher Qualifikationen aufeinander. Jennifer und Vincent schätzen besonders das Wissen und die Kompetenz ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie den kooperativen Umgang in ihren Teams. In meinem Referat gibt es eine sehr freundliche und kollegiale Zusammenarbeit. Besonders toll ist der Wissenstransfer zwischen verschiedenen Generationen. An meinem Team schätze ich besonders, dass sie unglaublich viel Wissen haben, teilweise aus der freien Wirtschaft kommen und in so vielen Betrieben gearbeitet haben, Erfahrungen mitbringen. Beim Fußball, Reiten oder Radfahren. Die Natur Brandenburgs begleitet die beiden auch noch nach Feierabend. Arbeiten im brandenburgischen Verwaltungsdienst bedeutet für Jennifer und Vincent, die Natur ihrer Heimat erleben und mitgestalten zu können. Du interessierst dich für ein Studium oder eine Ausbildung im Verwaltungsdienst? Alle Infos dazu findest du auf unserem Karriereportal. Wir freuen uns auf dich.